Also wir befinden uns hier in den Kellergewölben des alten Rathauses von Hamburg, das 1842 abgebrannt war, eben halt im großen Feuer. Das stand hier seit dem 12. Jahrhundert. Dieses Gebäude hier jetzt ist das Gebäude von dem Baumeister Theodor Bülow. Der hat das ziemlich schnell bis 1847 realisiert. Selbst ist der Name Fliedenkicker eben halt aus der Historie ein ganz, ganz wichtiger Berufsstand in Hamburg, der eben halt dafür zuständig war, dass die Fliete in Ordnung waren, dass sie nicht verschmutzt waren, dass dort Reparaturen auch stattgefunden haben. Und ohne sie wären die Obstbauern nicht hier in die Kanäle gekommen und hätten auch keinen Handel treiben können. Es liefen unwahrscheinlich viele historische Personen auch durch diese Räumlichkeiten. Im alten Rathaus des 12. Jahrhunderts natürlich, genauso wie in diesem Rathaus, auf diesem Boden im Endeffekt. Alte Gemäuer haben Geister. Unter anderem hatte ich mein Medium mit. Und sie stand völlig verzweifelt hier an dieser Ecke vor diesem Bogen und sagte mir, Frau, Kind, Angst hinter Weinkisten versteckt, aber oben, ich verstehe das nicht so recht. Und das andere ist eben halt, hier war wirklich ein Weinlager eines Weinhändlers, der hier auf der anderen Seite war. Und das war in diesem Bereich. Also sie hatte dann so zwei Treffer in einer Aussage eben halt. Und das gibt dann doch zu denken, doch gute Geister im Haus? Weiß nicht. In England übrigens normal. Jedes Kassel hat die Geister. Meine Herrin meinte, dass das Feuer beim alten Zigarrenmeister Cohen ausgebrochen ist. Es ist nicht so, dass man als Bedienstete viel gehabt hätte. So habe ich wenigstens weniger verloren als die alten Pfeffersäcke. Die haben sich in der Börse verkrochen, sich vom Feuer versteckt, haben uns die Türen verbarrikadiert. Da habe ich mich hier im alten Weinkeller versteckt. Dann hat's gekracht. Es sind an mir was zusammengebrochen. Dann habe ich nichts mehr gehört. Ich habe keine Schreie mehr gehört. Ein bisschen später noch eine Glocke. Dann war ich so erschöpft. Da muss ich wohl eingeschlafen sein. Fliedenkicker war in den 60er Jahren ein sehr berühmtes Stimmungslokal in Hamburg. Und seit 15 Jahren ist es leider jetzt geschlossen. Und wir haben das neu übernommen und alles renoviert und wieder aufgemacht. So, hier sieht man in den Wänden den Salz, weil hier unter Keller ist. Und wenn Hochwasser ist bei der Elbe, kommt es hoch und die Wände hat das Salz von dem Wasser eingezogen. Das Essen ist gut bürgerlicher, die typische Hamburg-Kost, Spanferkel, Haxe, Sauerkraut und so weiter. Und trinken wie normal auch gutes deutsches Bier. Bei Oktoberfest haben wir auch viele Reservierungen genommen. Mit Live-Musik und allem ist wirklich hier was los. Fliedenkicker, weil es ein Bierkeller ist, konnte man auch nach den Shoppen und alles hier reinkommen und gemütliches Bier trinken am Tresen oder am Tisch und den Stress von dem Tag loslassen. Ar wig funta har egeg se veni bioel Ma olam lant ar egeg sne bram jantor O kadeishen dan teishen ach manjen shandor.